So, da befinden wir uns jetzt im Eingangsbereich. Das ist die Technik. Technikraum mit Waschmaschinenanschluss. Der ist da. Sicherungskasten. Da haben wir die Toilette. Dann haben wir da den Wohnraum. Da ist eine U-förmige Küche vorgesehen. Die Spüle unterm Fenster. Mit einer Hallinsel. Das sind zwei Fixelemente. Da ist noch der Essplatz. Das ist die Ausgangstüre auf der Terrasse. Und da haben wir Platz für die Couch und Fernsehanschluss. Ist da hinter da. So. Die Terrasse ist überdacht. Da kommt eine Abtrennung zum Nachbar. Und da wird dann noch angesät. Also aufgeschüttet und angesät. Da geht ein Fahrradweg vorbei, nicht direkt inseriert. Und ein kleiner Spielplatz, Fußballplatz ist dann auch gut. Dann kommen wir über eine Eichenstiege. Ist jetzt da noch eingepackt. Kommen wir ins Obergeschoss. So. Da haben wir drei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das ist da schon gespachtelt. Da kommt die Badewanne hin. Doppelflügelfenster. WC, Dusche und da kommt das Waschbecken rein. So, dann haben wir da gleich ein Zimmer. Das Fenster ist westseitig ausgerichtet. Da haben wir nochmal ein Zimmer. Westseitig und südseitig ein Fenster. Das kommt da in den Garten rein. Und da ist nochmal ein Schlafzimmer mit südseitig. Zum Dachboden. Ja. Und dann kommen wir wieder ins Erdgeschoss. Hier in die Küche. Und unter der Stiege haben wir noch einen großzügigen Abstellraum. Mit Türe denn. Da ist genügend Stellfläche. Gehörige Raumhöhe haben wir. Und da kann man den Platz bis unter die Stiege ausnutzen.